Herzlich willkommen zur 43. Folge hier bei The Infected. Ich bin der Palzi. Wir sind hier gerade aufgewacht in unserer kleinen Schlafkammer oberhalb der Schmiede. Ich habe den restlichen gestrigen Tag noch genutzt, um Ressourcen wieder ranzuholen. Die Holzvorräte sind gefüllt. Die beiden hier sind auch voll, sodass wir unsere Steinmühle füttern können. Damit die im Dauerbetrieb läuft. Die lief jetzt, ich weiß nicht, ob sie die ganze Nacht lief. Wir könnten mal nach Strom gucken. Die ist nämlich ausgegangen automatisch. Das heißt, die gespeicherte Energie der Solarmodule plus das, was nachts eh läuft, die produzieren aber gerade nur 20. Also ist nicht allzu viel Wind. Reicht halt nicht aus, um sie zu füttern dauerhaft. Gut, eine Erkenntnis. So, ich mache da gleich weiter, will jetzt aber erstmal Sand und Eisenbrocken greifen. Und damit sind wir überladen. Ich glaube nicht, dass wir die Last runterbekommen. Sand wiegt. Ja, doch, müssten wir runterkriegen. Ist das schon wieder eine Horde oder ist das einer? Ein E. Wir gerade hier sind. Ach, jetzt bin ich natürlich schon wieder überlastet. Ich bin aber auch eine Pappnase. Geh du gerade mal raus. Ich muss mal ein paar Steine loswerden erstmal, bevor ich hier. Nee, als erstes will ich Sand loswerden. Den habe ich noch im Inventar. Genau hierfür. Eisenbrocken haben wir jetzt ordentlich was rausbekommen, können also auch wieder Stahlbarren, Eisenbarren produzieren und die brauchen wir ja. Wir haben jetzt Februar. Ne, dich brauche ich gerade nicht. Ich habe noch ein bisschen Fleisch am Mann. Achso, ich wollte hier ja gucken. Du brauchst einen Sprit. Stöckchen nehme ich aber doch noch mit hier. Du brauchst auch einen Sprit. Dann hatten wir hier Lehm. Dann hole ich gleich die zwei Treibstoff. Pack die Steine aber noch hier rein. Dass das Ding so richtig schön voll ist. Ah, der Strom reicht aktuell nicht aus. Okay, gut zu wissen. Zwei Treibstoff. Könnte gleich wieder ein Schneesturm geben. Ich glaube, da geht es auch schon los. Das waren genau 10. Die können wir auch wieder mitnehmen. Ja. Wir laufen ja schon rein. Haben wir eigentlich unsere warme Winterjacke an? Ja, haben wir. Das heißt, wir müssen vorsichtig sein. Nicht, dass wir überhitzen.
Glasproduktion ist, während ich gefarmt habe, vorangegangen. Ich habe halt regelmäßig Sand hier aus der Kiste rausgenommen. So, aber es stürmt. Achso, wir sollten uns vielleicht auch um die menschlichen Bedürfnisse kümmern. Schnell mal hier den Ofen an, damit es hier warm wird. Das sind die Frösche von gestern vom Farmen. Das sieht gut aus. Dann knallen wir uns jetzt noch eine Gemüsedose rein. Und wenn wir dann noch einen Schluck trinken, sollte eigentlich die Stats okay sein. Dann brauche ich dich hier erstmal nicht mehr. Wir können jetzt rüber in die Schmiede. Blöd rumstehen. Jacke ausziehen, damit wir nicht überhitzen. Läuft. Wir haben einen Verband zu viel. Wie viel Grad haben wir draußen eigentlich? Minus 33. Ja, das wäre auch noch so eine Konfigurationsoption, die ich mir wünschen würde, dass man entscheiden kann, wo das Spiel tatsächlich stattfindet, dass man da irgendwie eine Varianz an Temperatur angibt. Also ich habe noch keine minus 33 selbst bei einem Schneesturm erlebt und ich habe schon einige Schneestürme mitgemacht. Da ist Mitteleuropa ja doch deutlich humaner, was die Temperaturen angeht. Außer im Sommer. Unter Hitze leide ich. Also die Hitze mag ich überhaupt nicht. So, da sind wir aber soweit. Das heißt, da schmeißen wir mal wieder eine Charge Eisenbrocken rein. So, aber wir sollten dann halt demnächst auch die Vorbereitungen treffen. Ne, die Vorbereitungen für die Minenrunde treffe ich erst, wenn ich ausgesät habe. Ja, denn ich hatte ja gesagt, dass ich hier in der Aluminiummine definitiv weitere Extraktoren brauche und ich habe mir jetzt zwischen den Folgen überlegt, dass diese Anzahl 3 sein sollte, denn wir brauchen ja sehr, sehr viel Aluminium. Hier geht halt gar nichts ohne Na gut, dann schmeißen wir dann demnächst wohl wieder mal eine Fuhre Glas an. Dass diese Anzahl 3 sein sollte, weil wir sehr viele Aluminiumbarren für die Windturbinen brauchen. Und die liefern halt kontinuierlichen Strom. Ach ja. Der Winter. Da ist der Schneesturm, glaube ich, aber auch vorbei. So, was können wir noch machen? Steine einsammeln. Stöckchen. Mehr Steine. Jäckchen vielleicht wieder anziehen, wenn ich draußen schon rumrenne. Steine. Arbeitet sie jetzt wieder? Jetzt können wir sie wieder anschmeißen. Wir haben genügend Strom wieder. So. Noch nicht so weit. Das heißt, wir können hier mal mit der Planung weitermachen. Dazu müssen wir halt ein bisschen versetzen. Und zwar
aber erstmal dahin. Und damit würde ich mir dich nämlich gerade mal weg und stelle dich eben mal hier hin. Darfst aber weiter leuchten. Konstruktion, sonstiges. Ich glaube, da war der Stacheldrahtzaun. Denn der soll ja irgendwie... Kriege ich den halbwegs parallel hin hier? Jetzt ist er wieder parallel. An den ran. Drei Eisenbarren, drei Eisenbrocken. Dann nimm dir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 mit und auch 6 Eisenbrocken. Steinchen haben wir hier. Stöckchen haben wir auch. So. Dann müsste ich doch dich... hier wieder ransetzen können. So. Das Ganze auf der anderen Seite halt auch noch mal. Da und dann hier einen neuen Stacheldraht. Da ansetzen. Der wird aber wahrscheinlich nicht reichen. Ich setze dich erstmal dahin. Und ändere hier den Winkel vielleicht doch noch mal. Nee, das ändert ja gar nichts. Oder? So. Und wenn ich dich dann... nehme. Und dahin packe. So. Sand, Palsi, Sand, Sand, Sand. Hier ist auch schon wieder was drin. Glas habe ich auch noch an Mann. Rausnehmen sollte man es vorher vielleicht. Hier können die Eisenbrocken rein. Und dann haben wir noch mal Glas jetzt. Ich habe schon mal gesagt, dass ich hier gerne irgendwie so eine Art Vorburg errichten möchte. Und das werden wir jetzt auch einzeichnen. Wände. Passt das? Ja. Ja. So, das wäre das. Da hätte ich gerne das Tor hin. Dann aber noch zwei Seitenwände. Hier an der Stelle. Und gegen... so, jetzt wollen wir mal
gucken wir, ob die neue Verteidigung hier hält. Oder ob sie wieder rumkommt. Oh, der Stacheldrahtzaun hängt hier ein bisschen in der Luft und du bist aber auch nicht so richtig. So sieht es etwas besser aus. Was haben die mitgebracht? Plastik und Eisenbrocken. Schön. Das ist schön. Dann machen wir auch gerade mal einen Schwung Eisenbarren wieder. Ne, das war noch Glas, was du hattest. Oh, wir sind auch da ziemlich voll. Aber die Ziegel sind da gleich raus. Hoffe ich zumindest. So, dann lasst uns mal anfangen. Die brauchen 5 Bretter, die brauchen 4. Sind 9, wir brauchen also 18 Bretter. Und dann weitere Holzscheite. Holzscheite noch. Stöckchen. Was habe ich jetzt noch im Inventar? Steine. Steine können wir da nachfüllen. 20 Eisenbrocken, 100 Sand. Das ist gut. Die Sand verarbeiten wir dann auch gleich. Das waren Barren. So, dann, bevor ich dieses Werkzeug wegpacke, kurz schleifen. Die Spitzhacke brauche ich jetzt nicht mehr. Ich brauche den Verbesserungshammer. Hier waren noch Ziegel drin. Und dann haben wir hier halt auch welche. Oh, das war zu viel. So, hätten wir das. Oh, das haut ja genau hin. Da können wir eine Charge mit Ziegeln machen. Dazu brauchen wir 4 Sand, aber davon haben wir ja nun zu Genüge. Und 4-mal Lehm. Dann wäre die Kiste nämlich auch auf wunderbare Art und Weise gefüllt, so wie es der Palzi und der Monk in ihm mögen.
So, das war das Inventar. Können wahrscheinlich gleich noch mal eine Fuhre mit Eisenbarren herstellen. Du brauchst Wasser, ja, gebe ich dir gleich. Ich will nur raus aus der Hitze hier. Oder war ich schon am Overheaten? Ja, es ist Overheating, okay. Nichtsdestotrotz, man erkennt es halt daran, dass das Bild leicht rötlich ist. Kannst du auch mal einen Schluck Wasser trinken? Oh, es ist März und wir haben 7,5 Grad. Also die dicke Jacke brauchen wir jetzt wohl auf jeden Fall nicht mehr. Behalt den Verbesserungshammer bei dir. Du weißt ja jetzt, wie man ihn einsteckt. So, dann das nächste hier sind natürlich Decken. Da eine hin, da eine hin. Und dafür brauchen wir Holz und Brettchen. Vier Brettchen. Seite. Dann können wir die anderen Deckenelemente einzeichnen. Dazu brauchen wir noch mal Brettchen. Und dann müssen wir natürlich da auch irgendwie hochkommen, wenn das so eine Art Vorburg ist. Frage ist, also zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache halt die in Anführungszeichen Vorburg, ich nenne es jetzt so, insgesamt zwei Felder tief, also dass wir da praktisch noch eine Reihe ranklatschen, dann müsste die Treppe aber irgendwo hier hin. Dann kann ich halt dieses abgewinkelte Fundament da nicht nutzen. Oder ich mache es halt nur einen breit und wir können dann hier eine Treppe hochziehen. Ich ziehe erstmal hier Treppen hoch jetzt. Ja. Ich debattiere da gerade so innerlich noch mit mir, aber ich mache es erstmal. Wir können ja immer noch umbauen. Das ist ja das Schöne. Dann haben wir auch was zu tun, gegebenenfalls. Vier Holzscheite, sechs Brettchen. Also 12. Und dann mal wieder Holz. Er möchte spielen. Der Extraktor kommt hier auch noch weg. Nächste Extraktion ist bald durch. Weiß noch nicht, wo ich ihn dann hinstelle. So, aber jetzt hier weiter. Du könntest mal füllen wieder, Palzi. Wenn das Ding luft, dann so, was ist hier drin? Nehmen wir. Du bist nicht voll. Das sind 7. Machen wir wieder eine Fuhre Glas jetzt erstmal. Stöckchen haben wir auch noch.
klar, es kommt mit der nächsten Fuhre, falls die. Ja, ich weiß. So, die Ziegel sind trocken. Aber die Kiste ist damit auch voll. Hervorragend. So, und hier hätte ich dann gerne Wände, aber nicht die hohen, sondern eine Halbholzwand. Aber die Halbholzwand gibt es dummerweise nicht für Ecken. Das ist unschön. Die Brüstungen hingegen gäbe es auch für Ecken, dann ja, machen wir doch die. Und nur fürs Aussehen, da und da auch noch eine hin. Ich glaube, damit reichen wir dann nicht. Wir haben jetzt noch genau zwei. Gerade für die Sicherheit brauchen wir natürlich. Nee, ich mache hier keine Brüstung diesmal, damit man hier bequem runterspringen kann. Das sollte eigentlich hinhauen. Aber wir brauchen noch einen, drei und zwei. Also sechs. Das heißt, wir schlagen zusammen gerade mal Bäume. Dafür brauchen wir die Axt. Haben wir die? Jawohl. Hier ist ein kleiner und mit denen geht das halt hier rapido. Die brauchen jetzt nur noch mit der neuen Axt, brauchen die nur noch zwei Schläge. Eins. Und da. Und dann nehmen wir dich noch. Und auch die großen Bäume, wo wir früher 8 gebraucht haben, nur noch 4 Schläge. Das heißt, mit diesen neuen Werkzeugen, genau das gleiche mit der Spitzhacke, haben wir praktisch die Zeit halbiert. So. Hätten wir. Schauen wir doch gerade mal, wo wir eh hier sind. Wie sieht das jetzt aus? Ja gut, mit den Windrädern oben, die angezeichnet sind, sieht es noch ein bisschen komisch aus. Die Extraktoren muss ich noch irgendwie versetzen. Das können wir gerade auch mal machen. Wie sieht es hier aus? 59 Sekunden, das heißt, du warst gerade da durch. Die stelle ich jetzt mal hier hin. Läufst. Und du, wie weit bist du? 35 Sekunden. Warte ich kurz, da kann ich zumindest schon mal die Stöcker wegbringen. Und ein paar Steine. Die Kiste müssten wir eigentlich leer machen können jetzt. Und dann mit nach vorne nehmen. Neun Sekunden noch, holen uns in der Zwischenzeit das Steinchen. 2, 1, durch. Denn beim Versetzen läuft die Zeit dann halt neu an. So, und dich möchte ich gleich daneben haben. So. Das läuft. Alles nehme,
bin ich immer noch nicht überlastet. Sehr schön. Die Kiste gehört natürlich dann. Hin. Fasern können wir zerstören. Steine. Oh, habe ich jetzt zu viele? Ja, ich habe noch 4 Steine. Okay. Noch 4 Steine. Was ist hier drin? 30 Eisenbrocken, 150 Sand. Was ist da drin? Glas. Das heißt, wir können eine Fuhre. Das sind 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Verbrennen. Eine Ladung Glas ginge dann noch. Die Eisenbarren passen rein. Ja, ich habe dich gehört. Na komm. Hör auf, da in meine Kiste zu gucken. Ist das klar, Bangard? Ich wollte bestimmt Steine klauen. Nee, Futter haben wir aktuell. Und um das hier abzuschließen, müssten wir ja eigentlich dann auch noch da und hier eigentlich auch, aber die lasse ich mir gerne, würde ich mir gerne freilassen. So, das heißt, wir brauchen nochmal, finde ich durch mein eigenes Labyrinth nicht durch. Nochmal 2 Bäumchen. Du läufst Strom, ja. Wir müssten eigentlich eine weitere Batterie spendieren, aber ohne Alu ist das natürlich hoffnungslos. Einmal Sand mitnehmen, damit die Produktion hier weitergeht. So, und es passen dann noch 7 Eisenbarren. Habe ich so viel Eisenbrocken? Nee, haben wir nicht. Gucken wir mal drüben. 16. Das wird nicht reichen. Müsste schon mit dem Zufall zugehen. Nee, da fehlen 2 Eisenbrocken. Aber die sollten gleich durch sein. Und können wir da dann die letzte Fuhre praktisch machen. Die Schmiede danach ausstellen. Und uns dann dem Garten widmen. Ja, wie bestellt. Der Garten. Da werde ich dann zwischen den Folgen die Vorbereitungen treffen, was das Saatgut angeht. Die werde ich schon ins Inventar packen.
haben wir überhaupt noch Platz für? Ja, drei Glas passen dann noch. Da kommt jetzt eine volle Ladung rein. Da ist das Glas fertig. Nein, jetzt habe ich einmal zu früh. Oh, ich bin aber auch... Oh. Konnte es wieder nicht abwarten. Nervöser Finger. Es fehlen 7 Glas. Die werden wir natürlich dann auch noch mitnehmen. Aber das mache ich wirklich ohne euch. Ich glaube, ihr traut mir das durchaus zu. Werfen wir nochmal einen Blick von hier oben. Diese kleine Vorburg. Oh, da hinten kommt das Ekelpaket. Das heißt, ich verkrümmte mich doch nach hinten. Verabschiede mich von hier. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn dem so sein sollte, dann würde ich mich wie immer über ein Like und gegebenenfalls auch ein Abo freuen. Auf bald, euer Palzi.